Willkommen zum heutigen Rundgang mit dem Thema Feigenkaktus. Kaktusfeigen, Bestandteile von Gummibärchen, dieses Skelett. Sie alle stammen ab von dieser Pflanze hier, dem gewöhnlichen Feigenkaktus, wissenschaftlich bekannt als Opuntia ficus indica. Auch die nächsten Verwandten dieser Pflanze werden als Feigenkakteen bezeichnet. Es gibt ca. 200 verschiedene Arten, alle unter dem Namen Opuntia bekannt. Und hier an der Sukkulentensammlung Zürich kultivieren wir etliche davon. Einige dieser Feigenkakteen und im Speziellen diese hier haben eine turbulente Erfolgsgeschichte hinter sich. Zum einen als Nutzpflanze, aber auch als Unkraut, das sich über die ganze Welt verbreitet hat. Und auf dem heutigen Rundgang möchte ich Ihnen einige Vertreter dieser Pflanzen vorstellen. Nicht nur als turbulente Nutzpflanzen, sondern auch einfach als wunderschöne, kultivierungswürdige Pflanzen, die wir hier in der Sammlung haben, die uns jedes Jahr mit Blüten erfreuen. Sie alle kennen die Kaktusfeige, die hier im Spätsommer und im Herbst auf unseren Märkten angeboten wird. Sie sind saftig und süß, reich an Vitamin C und trotzdem nur ein kleiner Bestandteil der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser Pflanzen. Eigentlich kommen Feigenkakteen aus der neuen Welt. Diesen speziellen hier, Opuntia ficus indica, hat Kolumbus mitgebracht. Und weil Kolumbus ja auf Entdeckungstour nach Indien war, trägt er auch den Namen Ficus indica. In Zentralamerika zum Beispiel werden Opuntien seit Jahrtausenden kultiviert. Zusammen mit Mais und Bohnen sind sie ein fester Bestandteil der Grundnahrungsmittel. Neben den Früchten, die dort verspeist werden, werden auch die jungen Triebe, als Nopalitos genannt, als Gemüse gegessen. Und sogar werden die Pflanzen als Chicha fermentiert und getrunken. Das ist eine Art Bier. Diese verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten haben es auch möglich gemacht, dass diese Pflanzen über die ganze Welt verbreitet worden sind und heutzutage vielerorts als Unkraut gelten. Historisch gesehen sind Feigenkakteen nicht nur als Lebensmittel interessant, sondern sie erfreuen sich auch einer ganz besonderen Eigenschaft. Auf ihnen wird ein winzig kleiner Organismus kultiviert, Grana cochinilla, Cochinil, die Quelle des natürlichen Farbstoffs Kaminrot, auch bekannt als E120. Unter diesem Namen findet er sich in etlichen Lebensmitteln wieder, so eben auch in Gummibärchen. Grana bedeutet so viel wie Samen oder Korn. Cochinil, Coccinus vom Lateinischen, bedeutet Scharlachfarben. Ich habe hier etwas Cochinil mitgebracht und möchte Ihnen einmal demonstrieren, was für ein herrlicher roter Farbton sich aus diesen Insekten gewinnen lässt. Hierzu werde ich ein paar davon, die getrocknet worden sind, hier in diesem Schälchen zerreiben und mit Wasser vermischen, sodass Sie sehen, wie schnell das geht. Vielleicht kennen Sie es eben auch vom Ostereierfärben zu Hause. So. Die Cochinil-Schildläuse hier kommen als Ganzes. Es gibt sie auch in Pulverform. Ich mache jetzt einfach mal ein paar hier in das Schälchen und verreibe die mit etwas Wasser, dass man sieht, was für einen herrlich roten Farbstoff sie eigentlich produzieren. Dazu werden sie zerstampft. Man sieht schon, dass die doch unscheinbaren Läuse hier in ein rotes Pulver sich verwandeln. Wenn man ein bisschen Wasser dazu gibt, verwandelt sich das Ganze sofort in eine knallrote Flüssigkeit. In Peru wurden Textilien gefunden, die vor über 1500 Jahren mit Kaminrot, gewonnen aus Cochinil-Schildläusen, gefärbt worden sind. Die spanischen Invasoren machten sehr bald Bekanntschaft mit diesem Farbstoff und dem Ursprung dessen. Und als Kolonialmacht hüteten sie das Geheimnis sehr strikt. Denn zu dieser Zeit konnten sich nur die Bestgestellten Gewänder leisten, die mit Kaminrot gefärbt worden waren. Die Spanier vervielfachten den Anbau von Opuntien, um Cochinil zu gewinnen. Und sie hüteten das Geheimnis sehr streng gegenüber anderen Kolonialmächten. Doch letztlich gelang es einem französischen Agenten, Thierry de Menonville, Stücke von Opuntien, solche Ohren, besetzt mit Cochinil-Schildläusen außer Landes zu bringen und Plantagen anderswo zu etablieren. Der Report des Thierry de Menonville legt die Grundlage für andere Kolonialmächte wie die Engländer, Opuntien anderweitig zu kultivieren und dort den Cochinil-Anbau im 18. und 19. Jahrhundert voranzutreiben. Denn bis zu dieser Zeit musste Kaminrot und Cochinil sehr teuer von den Spaniern erstanden werden.
Die Vielfalt der Feigenkakteen der Gattung Opuntia beläuft sich also auf ca. 200 Arten. Ihre natürliche Verbreitung findet sich von Kanada bis nach Argentinien und von der Karibik bis auf die Galapagosinseln. Das Zentrum ihrer Diversität finden Sie im südlichen Nordamerika und in Zentralamerika, hauptsächlich Mexiko. Hier im Nordamerika-Haus der Sukkulentensammlung Zürich werden Sie einige dieser Arten zu sehen bekommen. Auch hier im Südamerika-Haus der Sukkulentensammlung haben wir einige Opuntien, so wie zum Beispiel diese Tasinga palmadora hier, ein strauchförmiges Exemplar aus Brasilien mit ihren wunderschönen roten Blüten. Oder diese Opuntia galapageia, sie wird bis zu 5 Meter hoch und kommt nur auf Galapagos vor. Sie hat wahrscheinlich einen Stamm entwickelt, um die gefräßigen Riesenschildkröten von ihren saftigen, jungen Trieben fernzuhalten. Aber auch die Andenregionen Südamerikas sind Heimat vieler Verwandter der Feigenkakteen. Sie bilden oft große Polster und gedeihen in Höhen von bis zu 4.500 Meter Höhe in Eis und Schnee. Die Blüten der Opuntien sind sehr attraktiv, groß und reichen von knallgelb über orange bis hin zu dunkelrot und violett. Als Opuntien bezeichnen wir normalerweise solche Pflanzen hier mit diesen abgeflachten Trieben. Diese Triebe sind der Stamm der Pflanze, der grün ist, weil er Photosynthese betreibt. Sie sind oft flach und ähneln auf den ersten Blick Blättern, deren Funktion, nämlich Photosynthese, sie ja auch übernehmen. Im botanischen Fachjargon nennt man das Konvergenz, die Modifikation von verschiedenen Organen hin zur gleichen Funktion. Was aber alle Opuntien gemeinsam haben, sind diese sehr feinen borstenartigen Stacheln, auch Chloriden genannt. Jeder, der einmal in die Nähe einer solchen Opuntie gekommen ist, wird davon berichten können. Es ist, als ob sich diese Chloriden, als ob einen die schon von Weitem anspringen. Und dem ist natürlich nicht so, aber sie lösen sich sehr leicht ab und sind mit Widerhaken besetzt, die dann über längere Zeit hinweg in der Haut verbleiben und irritierend wirken. Wie bei sehr vielen Kakteen lassen sich abgeschnittene Triebspitzen oder Ohren dieser Pflanzen sehr leicht neu bewurzeln. Ja, selbst wenn man sie in Stücke schneidet, ist es möglich, aus diesen Stücken wieder neue Pflanzen heranwachsen zu lassen. Deshalb war es für diese Gattung, diese Feigenkakteen, auch so ein leichtes, sich weltweit in ariden Gebieten zu verbreiten und zum Unkraut zu werden. Die Pflanzen, die Sie aus Ihrem Urlaub im Tessin kennen, sind also Neophyten, sogenannte invasive Arten, die nur durch den Menschen dorthin gelangt sind. Im frühen 20. Jahrhundert gab es ganze Landstriche in Australien, die von Opuntien so dicht besetzt wurden, dass es zu einer regelrechten Landflucht kam, da die Farmer ihr Land nicht mehr benutzen konnten. Erst durch die Einfuhr einer argentinischen Motte wurde das Problem enthoben, denn ihre Larven, die Motte heißt auch wohltreffend Cactoblastis, die Larven fressen Opuntien und haben die wieder unter Kontrolle gebracht. Das Modell, das als eines der frühesten biologischen Schädlingsbekämpfungsmodelle gilt, wurde dann auch andernorts eingeführt mit Erfolg. Das Problem daran war jedoch, dass die Motte irgendwann ihren Weg wieder zurück nach Nordamerika gefunden hat und dort nun die einheimischen Arten der Feigenkakteen bedroht. Diese Pflanze hier heißt Opuntia robusta. Und robusta ist sehr trefflich, denn im Inneren ihres Körpers befindet sich ein solches flexibles und dennoch robustes Skelett, das von meinen Kollegen hier an der Sukkulentensammlung gewonnen wurde. Man darf annehmen, dass ein solches Skelett Herrn Monnier im 19. Jahrhundert inspiriert hat, das Monnier-Eisen zu erfinden, was Stahlbeton ist im Grunde. Auch moderne Forschung widmet sich Opuntien, denn das wasserspeichernde Gewebe im Inneren des Körpers, das sehr schleimig ist, soll die Poren des Betons verschließen und sozusagen eine längere Lebensdauer fördern. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auf dem heutigen Rundgang einen kleinen Einblick in die Welt der Feigenkakteen verschaffen, einige unserer Highlights hier an der Sukkulentensammlung vorstellen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie nicht nur beim nächsten Tessinurlaub diese Pflanzen mit anderen Augen betrachten, sondern wenn wir Sie auch vielleicht in der Zukunft hier als unsere Besuchenden begrüßen dürften. Herzlichen Dank.